Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Westen Österreichs sind. Wir machen ja immer jedes Jahr ein anderes Bundesland durch. Jetzt in den letzten Jahren waren wir eher immer an der Ostseite Österreichs. Wir haben es jetzt einmal in den Westen geschafft und das freut mich besonders. Und da möchte ich mich ganz besonders auch beim Land Tirol, auch bei Ihnen, Herr Landesrat, bedanken, dass wir die Möglichkeit bekommen, hier in Innsbruck einen wunderschönen Ambiente, also wir waren gestern schon hier, diese Veranstaltung abzuhalten. Warum in einem wunderschönen Ambiente? Weil Inspiration ist das Thema nicht nur der Imagine, sondern auch der E-Government-Konferenz. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sozusagen neue Ideen schaffen, aber diese auch dann auf den Boden bringen. Und dafür steht ja die EDV, dass wir Dinge nicht nur in den Raum stellen, Visionen entwickeln, sondern von den Visionen, von den Ideen auch irgendwo in das Going Live kommen. Und das Programm ist sehr dicht und sollte eigentlich diesen Bogen spannen. Auf der einen Seite Innovation, neue Ideen, neue Möglichkeiten. Es ist viel, viel in Bewegung. Und auf der anderen Seite aber auch die Praxiserfahrung, um das auf den Boden zu bekommen. Insofern ist auch diese Koppelung Imagine und ADV für uns ein wichtiger Teil, um sich hier auszutauschen, um diese neuen Ideen, die wir sozusagen auf der Imagine-Seite, diese Innovationen haben, mit denen in der Verwaltung, die ja eher beständiger, bewahrend sind, zu vereinen und vielleicht daraus was Neues zu machen und hier nach vorne zu schauen und entsprechend das abzuwickeln. Ich freue mich auch sehr, dass wir diese Dinge in dieser Kombination auch gestern schon andenken konnten und heute fortsetzen mit diesem Teil. Und deshalb haben wir auch im ersten Teil, lassen Sie mich das so kurz nennen, die Professorenrunde eingeschlagen. Das heißt, wir haben nicht sozusagen die Runde normal eröffnen, wir die meist mit der primären politischen Ansage, was sind die politischen Themen, sondern wir haben heute uns entschieden, dass wir die Professorenrunde an den Top-Anfang setzen und da freue ich mich besonders, dass wir da sehr hochrangige Vertreter haben. Es ist auch der Professor Bosch, der CEO des Bundes hier und da werden wir ganz tolle Impulse bekommen, die wir dann mitnehmen in die anderen Session und morgen dann fortsetzen. Morgen haben wir dann einen Mehrländerteil, also wir haben auch Südtirol und Deutschland eingeladen, weil wir eben hier genau mit Tirol an diesen Ländern sehr gut angrenzen und weil wir zu beiden Ländern, Südtirol als auch Deutschland, sehr gute Verwaltungskontakte haben, sodass wir uns auch hier in diesem Raum entsprechend austauschen können. Das heißt, eine Vielzahl von Themen auf der einen Seite, lassen Sie mich sagen, das Akademische, das Innovative, die Ideen, das Inspirierende, das Länderübergreifende und das gesammelt mit der Kompetenz der Verwaltung, die Sie großteils darstellen. In dem Sinne freue ich mich auf diese Veranstaltung, bin schon sehr gespannt über die vielen Themen, die in der Agenda sind und hoffe, dass Sie eine sehr tolle Erfahrung hier machen, sehr viel mitnehmen, sich gegenseitig auch bei den sozialen Treffen, die wir auch angepeilt haben, gut austauschen können. Wir finden uns ja heute am Abend auf Einladung der Landesregierung auch im Landtag und da können wir sicher das eine oder andere noch im Bilateralen austauschen. In dem Sinne eine erfolgreiche Veranstaltung und für Sie zwei sehr, sehr interessante Tage. Dankeschön.